abbrechen. Okay, naja. Nehmen wir mal hier so und so. Ja, ein Ionenblaster. Beim Verlassen des Apartments musst du dich entscheiden, welche Gruppenmitglieder dich begleiten sollen. Da du das erste Mal aufbrichst, sollte dich Karth begleiten. Ja, ja, ist ja recht hier. Okay. Okay, Alien Abschaum, alles an die Wand. Das ist eine Razzia. Also, es war gestern eine Patrouille und sie hat nichts gefunden. Warum belästigt es uns dauernd? Derb. Richtig geil gemacht. Was passiert mit vorlauten Aliens? Und der Rest von euch? An die Wand, bevor ich wieder die Beherrschung verliere. Hey, was ist das? Menschen, die sich bei Aliens verstecken? Das sind republikanische Flüchtlinge! Angriff! Ach nö, wir wollten doch unentdeckt bleiben. Wie fies ist das denn jetzt? Arschlöcher. Der hatte doch mal schneller Schuss. Angreifen, naja. Und ich hab aber schneller Schuss, oder? Ja. Feuer! Und jetzt auf den hier. Feuer, schnell auf! Ja, ist ja gut. Immer schön speichern. Armer Ixil, er hatte den Cis nicht widersprechen dürfen. Zum Glück wart ihr hier, um uns zu helfen, Mensch. Ja. Es war nicht das erste Mal, dass die Cis uns hier belästigt haben, aber hoffentlich das letzte Mal. Wird denn niemand nach der Patrouille suchen? Macht euch um die Leichen keine Sorgen. Ich bringe sie weg, um eure Spur zu verwischen. Das sollte die Cis auf die falsche Spur locken. Mit etwas Glück werden sie für eine Weile nicht behelligen. Okay. Der ist voll angeschlagen. Escape. Speichern. Yep. Ich danke euch noch einmal, Mensch. Und wie gesagt, macht euch um die Leichen. Ja, hier, aber erst nicht über, mich Überreste einsammeln lassen. Ja, du Knallkorb. Ja, nehmen. Noch irgendwo. Ey, Überreste? Nee. Naja. So. Einfache Sicherheitstür. Kann man die nicht irgendwie knacken? Naja, machen wir so. Ja, ja, ist abbrechen, ja. Was? Karth? Kannst du das? Es ist offen. Ja? Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ihr könnt nicht einfach bei anderen Leuten einbrechen. Doch, können wir. Das ist keine Entschuldigung. Ihr könnt nicht einfach so aus Neugier in anderer Leute Wohnungen eindringen. Aber zumindest seid ihr höflicher als dieses Schwein Holden. Bloß einer von Daviks Leuten, der seine Pfoten nicht bei sich behalten kann. Aber als Dankeschön hat er jetzt eine fette Narbe von meiner Vipro-Klinge. Schade nur, dass ich immer noch die Leidtragende bin. Was wollt ihr damit sagen? Ich will nicht darüber reden. Ich habe schon genug Ärger am Hals. Außerdem weiß ich ja nicht, ob ich euch trauen kann. Ihr könnt mir vertrauen. Vielleicht kann ich helfen. Nein. Ich kann es mir im Moment nicht leisten, irgendwem zu trauen. Bitte lasst mich in Ruhe. Sagt mir, was vor sich geht, oder ich beende all eure Probleme. Für immer. In Ordnung. Aber versucht, euch nicht aufzuregen. Das Letzte, was ich brauchen kann, ist Ärger mit euch und Holden. Holden ist ein rachsüchtiges Aas. Er hat ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Darum verstecke ich mich hier. Das bezweifle ich. Holden ist einer von Daviks Leuten. Wenn man für den örtlichen Unterweltboss arbeitet, drücken die Behörden schon mal mehr als ein Auge zu. Ich fürchte, das muss ich mit Holden alleine austragen. Ich muss jetzt gehen. Ich mag nämlich Fremde in meinem Zuhause nicht besonders. Ist ja recht. Du. Oh! Dunkle Seitepunkte erhalten. Verdammt! Wollten wir doch nicht machen. Ja, ist recht.
Naja. Ey, wartet, stand da was von Kurzbefehlen? Naja, kann man hier irgendwas klauen? Ich will was klauen, klauen. Ah, muss ich die schon umbringen? Ah, da, da, da. Kars, geh weg. Da kann man was klauen, da kann man was klauen, da kann man was klauen. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Nö, hat sie nicht. Haha, haha. Escape, Spiel speichern, tschui, okay. Das freut uns natürlich hier. Was... Ja, tja, ich treffe hier nicht gerade viele von eurer Rasse. Die meisten Einwohner in diesem alten Gebäude sind illegale Aliens. Ach übrigens, mein Name ist Larem. Freut mich, euch kennenzulernen, Larem. Mein Name ist Chewie. Es geht mich zwar nicht an, aber ihr seht aus, als könntet ihr eins dieser neuen Energieschilde brauchen. Die Dinger sind der letzte Schrei. Absolut Hightech. Voll die billig Verkäufe anmache hier. Was ist so toll an diesen Energieschilden? Wenn ihr ihn aktiviert, absorbiert sein transparentes Partikelgewebe. Blasterschütze, das ist wirklich praktisch. Angeblich schützt der Schild sogar vor Laserschwertern, ist ja recht. Natürlich sind die Schilde noch nicht ausgereift und halten nicht ewig. Ein Million Blaster haben die Standardschilde also nicht viel entgegenzusetzen. Ich weiß aus Erfahrung, dass sie gegen eine simple Vibroklinge nichts ausrichten. Nur deshalb hat die Republik ihren Soldaten eine Nahkampfausbildung spendiert. Woher kommt diese Technologie? Angeblich verwenden die Ichani solche Schilde. Ich hatte allerdings noch nie einen gesehen, bis sie hier aufgetaucht sind. Keine Ahnung, woher sie diese Technologie haben. Die Schilde sind zu teuer, um eine ganze Armee damit auszurüsten. Aber ein kleiner Kampftrupp könnte damit ein ganzes Bataillon Soldaten mit konventionellen Blastern ausschalten. Am Anfang des Krieges waren die Sith dank ihrer Schilde klar im Vorteil. Es hat allerdings nicht lange gedauert, bis die Republik ähnliche Schilde entwickelt hat. Jetzt arbeiten beide Seiten fieberhaft an den Waffen, die Schilde durchschlagen, aber bis die fertig sind, werden die Schlachten weiter im Nahkampf entschieden. Noch etwas mehr dazu gibt es nicht zu sagen. Wirklich, abgesehen davon, dass ich ein Schild hier habe. Er ist nicht billig, aber ich könnte euch eines Tages das Leben retten. Ist ja recht. Ihr wollt sehen, was ich auf Lager habe? Ich weiß, mein Kiosk sieht ziemlich schäbig aus, aber meine Preise sind vernünftig und die Ware ist einwandfrei. Gott sei Dank. Ich werde jetzt gehen. Man sieht sich. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Ich habe Ausrüstungsgegenstände, die euch interessieren könnten. Ist ja recht. Verzeihung, mein Mund braucht gerade Pause. Einfach zu viel... Kann man nicht hier irgendwas öffnen? Wartungsdroide. Ja. Piep, 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 piep. Kann man hier irgendwie öffnen? Abbrechen. Mach das mit dem Schwert. Depp, du. Vibroklinge, okay. Geht doch. Ich mach die mal kurz auf. Ja, oh, jetzt hat er eine Tür verfehlt. Oh mein Gott, ist ja noch schlimmer als ich beim Fußball, endlich. Twi'lek, boah, die sieht ja scheiß aus. Ah, jetzt habe ich auf Abbrechen geklickt. Okay, okay. Schließen. Tut mir nichts, nehmt euch, was ihr wollt, ich werde euch nicht aufhalten. Ist ja recht. Mann, was ist das für ein Angsthase? Hier, kann ich nehmen. Hast du noch was? Hast du noch was, Schnitte? Ja, hier so eine Schniete. Ja. Was? Am liebsten würde ich dir jetzt so hier denn so den Kopf abschlagen. Irotana. Oh ne, da muss ich wieder schreien. Tut mir leid, Mensch, aber ich möchte mich nicht mit euch unterhalten. Ja, ja, ich laufe hier mal kurz rum. Hätte ich gewusst, ja, ja. Hoffentlich kriegen wir bald ein Level ab. Ach, weißt du was, das wird mir jetzt hier einfach zu bunt. Bereit. Kars, du mach das. Bin dran. Ja? Es ist offen. Tja, wunderbar. Bitte tut mir nichts, ich besitze nichts von Wert. Nur zu, überzeugt euch selbst. Nehmen. Ach ja, hier. Speichern natürlich. So, jetzt ist das Spiel schon lange nicht mehr abgeschmiert. Ja, der sieht, dass wir eingebrochen sind. Ist mir doch wurscht. Hey, cool. Nee, schade, hier können wir nichts klauen. Ui, ai. Na? Ich hasse diesen Planeten, ja.
Yinkin kun nobam mule rachi kun tong nabun shanuyang. Bin dran. Es ist offen. Feldkiste. Da war die Tür abgesperrt und keiner ist drin. Hallo, wer sperrt denn auf Taris die Tür ab, wenn man aus Haus geht? Pförtner? Lol, ein Pförtner. Ida, passt gefälligst auf, wo ihr hinlatscht. Ich habe die Böden gerade geputzt. Ich heiße Kadir. Ich bin der Hausmeister hier. Ihr habt das verlassene Apartment gemietet, nicht wahr? Hätte nie gedacht, dass das nochmal einer nimmt. Ihr seid wohl ein Außenseiter und hängt jetzt hier wegen der Quarantäne fest. Könnt ihr mir nicht erklären, warum jemand sonst dieses alte Loch nehmen sollte? Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Nicht, was ich euch erzählen sollte. Aber ihr seid neu hier. Ich kann es ja mal versuchen. Erzählt mir von Taris. Ne, ich muss jetzt aber gehen. Jetzt sollte ich wieder zurück an meine Arbeit. Wir werden uns häufiger sehen. Ich bin immer in der Nähe. Das Haus putzt sich schließlich nicht von allein. Ja. Ja, bück dich ruhig, Alter. Bück dich, Apartmenttür. Du hast die Leichen ja immer noch nicht weggeschafft, hier, Jung! Ja, ma. Ey, der soll die Leichen da wegschaffen hier. Ich bin hier nicht so ein Promi, der da so eine Leiche im Keller hat. Das mag ich überhaupt nicht. Okay, speichern. Mal kurz schauen, wie spät wir es haben. So spät. Neue Tagebucheintrag. Escape. Können wir mal speichern. Schließen. Taris war ein schöner Ort, bis die Sith hier alles auf den Kopf gestellt haben. Ach, da geht's zu dieser Kneipe, oder? Irgendetwas scheint Karas zu belasten. Rede mit ihm, vielleicht verrät er dir, was ihn bedrückt. Mit Karas sprechen. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich hätte gern mehr über euch wissen, Karas. Über mich? Nun, ich war jahrelang einer der besten Piloten der Republik. Ich habe mehr als genug vom Krieg gesehen. Bevor das hier alles losging, kämpfte ich in den Mandalorianischen Kriegen. Aber trotz alledem, eine solche Schlechterei, wie diese Sith-Bestien sie hier angerichtet haben, habe ich noch nie erlebt. Nicht mal die Mandalorianer waren derart gefühllos. Meine Heimatwelt gehörte zu den ersten Planeten, die Malaks Flotte zum Opfer fielen. Die Sith bombardierten uns bis zur Aufgabe. Und die republikanischen Truppen konnten rein gar nichts dagegen unternehmen. Ihr redet, als wäre das eure Schuld gewesen. So, als hättet ihr jemanden enttäuscht. Es tut mir leid, Kars. Das muss sehr schmerzhaft für euch gewesen sein. Jetzt beruhigt euch doch. Ich hab doch nur gefragt. Okay, nehmen wir Antwort 2. Ich bin bloß ein Soldat. Ich gehe dorthin, wohin mich die Flottenadmirale beordern. Ich befolge meine Befehle und tue meine Pflicht. Und wenn ich das tue, darf man doch nicht behaupten, ich hätte sie im Stich gelassen. Habe ich nicht. Sie, die Leute aus eurer Heimatwelt? Es tut mir leid, Kars. Ich wollte euch nicht verärgern. Hey, warum seid ihr denn so sauer auf mich? Das ist doch schließlich alles nicht meine Schuld. Na, nehmen wir eins. Ja, nein. Nein, das habe ich nicht gemeint. Es tut mir leid. Ich rede wirres Zeug, nicht wahr? Ihr habt es mit euren Fragen vielleicht nur gut gemeint. Aber ich bin es nicht gewohnt, viel über meine Vergangenheit zu erzählen. Oder besser gesagt, überhaupt etwas zu erzählen. Ich bin eher ein Mann der Tat, der sich immer nur auf das nächste Ziel konzentriert. Das sollten wir jetzt auch tun. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie bitte später. Bitte? Ich bin aber nicht nett. Ui, so sehen wir also aus. Keblas? Ach, Keblar, das ist diese coole Frau hier. Seid gegrüßt. Ich habe euch hier noch nicht gesehen. Erlaubt mir also, mich vorzustellen. Ich heiße Kebla Jurt. Willkommen im Equipment Emporium. Ihr wollt euch ein paar Vorräte kaufen. Mein Geschäft gehört zu den größten in der Oberstadt Taris. Die beste Auswahl des Planeten. Was ihr auch braucht, wir führen es.